Wir reiten geschwind durch Regen und Wind. Du bist ein Schlachtross. Schlachtross nennt sich das. Du kannst das. Das weiß ich nur nicht. Aber ich glaube, hier oben waren keine Banditen. Hat der mich jetzt erschreckt? So, da ist der Ausguck. Da müsste theoretisch das Dörfchen sein. Da habe ich den Schatz schon geplündert. Und anscheinend habe ich jetzt irgendwie... Habe ich hier was übersehen? Ach nee, Moment, da ist das verlassene Haus. Schräg rechts von mir. Okay. Los. Ich keine Ahnung, ob wir wieder hinkommen. Aua! Los. Was war das bitte? Hat der mich gerade angegriffen? Das und los geht's. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich will aber eigentlich wissen, wo dieses Haus ist. Achso, das soll jetzt direkt vor mir sein. Okay. Nimm mit. Los. Da ist es. So, dann steigen wir doch mal kurz ab. Wie war das jetzt mit dem Scannen? Moment, das konnte man doch hier angucken, oder? Halte nach oben gedrückt. Achso, das war das. So, ah! Dann zeigt er mir auch an, wo ich was plündern kann und so. Das ist cool. Okay. Also, das ist für mich eigentlich jetzt der perfekte Skill gewesen. Weil ich gerne plündere. Ach, das sind nur die Dinger hier. Die Viecher. Da, das war der Schatz, den ich plündern sollte. Was war da gerade mit ungenutzter Ausrüstung? Ach, dieser Mist hier immer. So. Pferdchen, was machst du da so komisch schräg drauf? Wir können aber gleich weiter. Moment. Hier ist sonst nichts mehr, genau. Irgendwie sieht das sehr seltsam aus. Ich weiß auch nicht. So, aber ach so, Moment, da stand noch was mit Ausrüstung. Fähigkeiten, Söldner, Karte, Quests, Inventar, Banditenschwert, Ausrüstungskapazität, Beutel durchsuchen. Hier findest du eine Liste der gesammelten Questgegenstände, Notizen und Handelsgüter. Okay. Gravurenliste. Ich könnte auch Pfeile herstellen. Banditenschwert gewöhnlich. Wechseln. Ah, okay. Schwarzes Makaira. Plus 4%. Achso, das ist Jägerschaden. Nee, dann behalte ich das natürlich. 4% Speerschaden. Speerschaden. Kriegerschaden mit dem Speer. Das war nicht der Vergleich, den ich jetzt machen wollte. Moment. Ist mit der Taste, okay. So. Ein von diesen speerdurchbohrtes Opfer wird wissen, dass der Werferstil hat. Ach so, das kann man nur werfen. Kann man damit nicht kämpfen? Hm. Ja, dann lasse ich das jetzt erstmal. Die haben zwar geschrieben, dass... Ah, Moment, oder meinten die das hier? Ah! Benötigt Stufe 3. Na toll. Warum zeigen die mir das denn erst an? Die Rüstung würde sich verbessern. Ja, Kriegerschaden nicht, aber der Attentatschaden würde sich verbessern. Ja. Will ich mehr Kriegerschaden oder will ich mehr Attentatschaden machen? Das ist jetzt die Frage. Mit dem Gürtel wird man umgehend als Söldling erkannt und das Letzte, worum sich ein Söldner sorgen sollte, ist, dass ihm das Beinkleid von den Beinen gleitet. Achso, wegen dem Gürtel. Kann ich nicht beides anziehen? Moment.
Nee, kann ich nicht. Okay. Da geht die Rüstung halt runter, ne? Also wir probieren es mal so. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Keine Ahnung. Da haben wir jetzt auch nichts anderes mehr. Helm haben wir auch keinen mehr. Gut. Und schon habe ich die Orientierung wieder verloren. Hinter mir. Nee, ich wollte raus. Danke. Ja, es ist auch überhaupt nicht zu sehen. Ohne Karte. So, das sind aber normale Menschen, keine Krieger. Kannst du da hochreiten? Doris wird bei seinem Geschäft sein. Sandra, schön dich zu sehen. Ach, das ist jetzt aber kein Böser hier, oder? Sandra, schön dich zu sehen. Ja, ist auch schön dich zu sehen. Lass mich doch. Entschuldigung. Hallo, Doris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Markus, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Markus, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Das hättest du bedenken sollen, als du dir die Drachmen geliehen hast. Aber meine Familie. Es ist heiß, ich habe schlechte Laune und du wirst zahlen. Das wissen wir beide. Die Frage ist nur, was ich zuerst kaputt mache. Dich oder deine Waren? Sag Markus, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Markus dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Wir haben ja einen Ruf zu wahren, ne, als Söldnerin. Malaka. Egal. Trotzdem bist du ihm noch Drachmen schuldig. Sieh es ein. Sobald der Zyklop euch erwischt, werdet ihr beide tot sein. So, wir haben gesagt, dass wir was kaputt machen wollten. Hey, hör auf! Das gehört mir! Also gut, ich zahle doch. Hör schon auf. Schön. Das Geld gehört dir. Hau einfach ab. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nimm meinen Namen nicht in den Mund. Ich will nicht, dass der Zyklop zu mir kommt, wenn ihr eure Schulden nicht zahlt. Yeah, und jetzt soll ich zu Markus zurückgehen. Der war... Ja, wo war der denn? Verfluchtes Tal. Achso, da war der... Moment, da war der Zyklop. Der war aber irgendwo in der Nähe von dem Zyklopen. Dorf Kausus. Das habe ich gemacht. Und keine Ahnung, wo er jetzt ist. Nachrichtentafel, Schulden eintreiben, ist klar. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass er irgendwo hier war. Kann man das zoomen? Ja. Was komisch ist, sind die unbekannten Orte. Weil ich bin ja da gewesen. Also Zeus Blitz war auf jeden Fall direkt in der näheren Umgebung. Kann ich, ach, da kann ich eine Schnellreise hinmachen. Ja, machen wir das doch mal. Das ist cool. Oh. Oder auch nicht. Also es wäre cool, wenn ich jetzt nicht hier oben, sondern weiter unten gelandet wäre. Ja, wahrscheinlich stürzt er jetzt eh wieder ab. Au, 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 au. Aber letztes Mal haben wir es ja auch überlebt. So, mal eben schauen. Haben wir jetzt hier... Ne, hier unten haben wir nicht mit dem gesprochen. Wir haben beim Weingut mit ihm gesprochen. Schauen wir noch mal eben... Ich habe so eine schlechte Orientierung hier gerade irgendwie. Was bist du denn? Bist du das Ziel?
Markus. Ah, ja, da ist das Ziel. Okay, jetzt muss ich hier nur noch irgendwie runterkommen. Nein! Sag mal, kannst du dich nicht einfach an den Wänden festhalten, wenn du da runterspringst? So, ich habe nämlich vorhin zufälligerweise gelesen, dass, ja, da können wir eben zu Fuß hingehen, dass wenn man A gedrückt hält, also die Sprungtaste gedrückt hält, beim Runterspringen, dass man weniger Schaden nimmt. Anscheinend habe ich das zufälligerweise vorhin auch schon gemacht. Ihr habt sie irgendwie nicht alle, oder? Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis sich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es da nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deiner Söldnerin verstecken, Markus. Er bringt dich, die Kriegerin und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Cassandra, das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Doris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Ja, das hieß jetzt aber, dass ich gegen den Zyklopen angehen muss, ne? Das wird nicht einfach. Und es ist unsicher, ob es funktioniert. Und doch haben wir keine andere Wahl. Dann hilfst du aber gefälligst mit. Ich mache die Drecksarbeit nicht allein. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalenia in deine Hände gelegt. Cassandra! Alexios! Oh. Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Kefalenia. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zur Söldnerin mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles nehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm beschützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen?
Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Marcos. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meine Freundin Cassandra in die Einzelheiten eingeweiht. Sie hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Habe ich das? Naja, okay. Du kennst mich. Ich bin immer vorbereitet. Was habe ich gesagt? Sie wird jeden Stein umdrehen. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Cassandra, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Die scheinen sehr gut zu sein. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen, nehme ich an. Wer bist du? Etwa Marcos? Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kefalenia. Ah, da kann ich auch sitzen. Gib ihn mir. Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Okay. Cool. Wo ist sie hin? Da. Und? Entschuldigung. Besorgst du mir jetzt mein Holz? Diese verdammten Banditen brauchen eine Abreibung. Wie abgemacht. Ich löse dein Holzproblem. Na endlich! Marcos hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Irgendeine Idee, wo diese Banditen sind? Ich bin keine Spurenleserin, sondern Bogenerin. Irgendwo in den Bergen, so viel ist sicher. Vielleicht sind sie in den Holzfällerlagern. Hier gibt's jede Menge Bäume. Warum brauchst du gerade dieses Holz? Ich arbeite an einem neuartigen Bogen. Er ist flexibler, deshalb hält er länger und man kann weiter schießen. Nur eine sehr spezielle Holzart, die in den Bergen wächst, eignet sich dafür. Ich erledige die Banditen. Ich bitte darum und möglichst schnell, wenn es geht. Ich werde mich um die Banditen kümmern und besorge dir das Holz so schnell ich kann. Hab Geduld. Es dauert nicht lange. Ha, wenn du wüsstest, wie lange Marcos mich schon hinhält, würdest du das jetzt nicht sagen. Ich habe etwas für dich getan, nun tust du etwas für mich. Hol mein Holz. Ja, ich schaue aber erstmal, wo ich die Banditen überhaupt finden kann. Oder auch nicht, weil sie nicht eingezeichnet sind. Ah, ich um mein Holz. Okay, dann würde ich sagen, da kann ich auch meine Markierung hinsetzen. Sehr schön, dass wir direkt dahin gehen.